Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video. In diesem Beispiel sollen wir von der gegebenen Geraden die Steigung bestimmen. Dazu sollen wir zunächst das Steigungsdreieck einzeichnen. Ich habe das jetzt schon einmal gemacht. Und zwar ein Steigungsdreieck mit ganzzahligen Längen. Und wir sehen, die beiden Katheten dieses rechtwinkligen Dreiecks habe ich hier eingezeichnet und auch die Längen bereits hingeschrieben. Wir wissen, die Steigung einer linearen Funktion ergibt sich immer als Quotient zwischen Delta Y und Delta X. Das heißt, zunächst einmal suchen wir den vertikalen Abstand. Der beträgt hier minus 3. Es geht ja nach unten und der horizontale Abstand beträgt 6. Jetzt können wir hier natürlich noch kürzen, haben wir also minus ein halbes oder minus 0,5 für die Steigung. Im dritten Schritt sollen wir das Gefälle dieser Geraden auch in Prozent angeben. Das heißt, minus 0,5 ist ja nichts anderes, wenn man es als Prozentzahl schreibt, minus 50%. Und wir sehen, dass diese Gerade um 50% fällt und wir haben die Aufgabe gelöst.